Der Pony Rider ist ein Krafttrainingsgerät, der vor allem die Koordination, das Zusammenspiel zwischen Arm- und Beinmuskulatur hebt. Ich sitze hier schon drauf, auf dem Sitz. Meine Hände sind vorne auf den Holmen. Die Beine stehen auf diesen Pedalen. Und jetzt ziehe ich meine Arme nach hinten und drücke gleichzeitig meine Beine nach vorne. Dadurch wird der Sitz wieder angehoben, mein Körpergewicht wird nach oben gebracht und das ist auch die Kraftanstrengung hier bei diesem Gerät. Ja, und dann lasse ich die Arme wieder kontrolliert nach unten, die Beine lassen locker, das Gewicht kommt wieder nach unten. Das heißt, beim Herziehen atme ich wieder aus und beim Lockerlassen atme ich ein. Beim nach hinten ziehen atme ich aus und beim Entlasten atme ich wieder ein. Trainiert wird hier vor allem der Oberarmmuskel, der breite Rückenmuskel, die hintere Schultermuskulatur, die Beinmuskulatur im Sinne des Quadrizeps und der Gesäßmuskulatur. Es verbessert die Koordination, die Zusammenarbeit zwischen Arm und Beinen. Des Weiteren steigert es die Ausdauerfähigkeit des gesamten Körpers. Je nachdem, was zuerst müde wird, dem kann ich ein bisschen Entlastung verschaffen. Wenn zum Beispiel die Arme müde werden, dann gebe ich mit den Beinen mehr Druck und mache hier so 5-6 Wiederholungen hintereinander stärker mit den Beinen. Sollten die Beine müde werden, na, dann kann ich einfach wieder vermehrt Zug über die Arme machen und hier so breiten Rückenmuskeln und vordere Oberarmmuskulatur kräftigen.